So, wir haben es schon richtig lustig hier. Wir machen eine Vorstufe vom Rausstuhlen. Der Naffi hat gesagt, Danny, wir müssen das unbedingt den Leuten erzählen. Dann habe ich gesagt, ja, aber dann müssen wir hier das Gefühl auch mal haben. Bei mir ist auf dieser Seite Sonja. Sie ist auch im OK dabei. Jetzt, Naffi, habe ich schon gesagt, Rausstuhlen. Aber was für ein Rausstuhlen ist denn das? Hat es dann einfach Geschäfte, die rauskommen, oder was wird geboten? Es ist nicht das klassische Rausstuhlen. Das haben wir vor 2 Jahren das klassische Rausstuhlen gehabt. Wir haben sie jetzt an 2 Tage verteilt. Am ersten Tag, am Samstag, wird eine Art Barfestival sein mit Live-Musik, verschiedenen Bands aus der Region. Und wir werden eine grosse Bühne haben. Ja, und am zweiten Tag ist eigentlich so das klassische Rausstuhl, wie man es halt so kennt. Einfach das Gewerbe, laufender Gewerbe, das ganze laufende Gewerbe wird sich hier im Städtli an der Hauptstrasse präsentieren. Und das ist natürlich jetzt eine super Sache. Dann gehört das ganze Gewerbe verlaufen. Das heisst, Sonja, wie gehst du denn jetzt hier vor? Irgendjemand muss die alle koordinieren. Hier. Das ist es so. Also am Samstag ab der 2 Uhr wird das Städtli gesperrt. Und dann werden wir mit dem Bühneaufbau, mit der ganzen Soundanlage, Soundprobe und so weiter anfangen. Und ab der 4 Uhr werden dann die ganzen Stände auch aufbauen. Am 6 Uhr zu oben fängt das ganze Event an mit dem Street Food Festival. Und am Sonntag, am Morgen, am 9 Uhr, fangen wir weiter mit dem Aufbau an, mit dem ganzen Geschäft. Und am 10 Uhr fängt dann das Rausstuhlen an. Ja, super. Also das klingt nach einer riesen Sache. Jetzt, Naffi, dann bedeutet das, dass das wird total gestopft und eng, also da dienen sie wirklich alles aneinander biegen. Ja, es werden eigentlich alle Geschäfte, wie gesagt, wir haben auch Geschäfte, die von extern vom Städtli hier ankommen. Wir werden wirklich alles hier voll haben. Wir werden auch am Sonntag werden wir auch alle Restaurants, die von auswärts kommen, die werden so ihre Foodtrucks auch hier haben. Also es wird wirklich von, wenn es warm ist, von Glassen bis zu, sage ich mal, indischen Spezialitäten alles hier haben. Das Hammer! Und das Ganze natürlich umrandet mit Musik. Jetzt Sonja, ja, wer bist jetzt du? Ich bin der David, auch noch das dritte OK-Mitglied. Und was ist denn die Aufgabe? Meine Aufgabe ist, alles, was mit Musik ein bisschen zu tun hat, zusammen zu programmieren, zu organisieren, einen Ablaufplan zu machen, den Kontakt zu diesen Bands haben, dafür zu sorgen, dass es immer gute Stimmung gibt, am ganzen Samstag und an den ganzen Sonntag. Dann will ich jetzt aber wissen, was erwartet die Leute denn? Welche Bands kommen denn? Also am Samstag, wie der Naffi schon gesagt hat, sind alles regionale Bands, weil die Rausstuhl ist ja auslaufen. Also man denkt, wir die nur auf regionale Bands zurückgreifen. Zum einen eröffnen wird das Barfest. Das Festival wird die Band Blue as Sky, die spielen bluesigen Rock, sagen wir so. Dann wird das doch sehr in Laufe bekannte Trio Esteriore auftreten. Aha. Danach wird der junge Rapper Laffa einen Auftritt haben. Der ist sehr im Kommen im Moment in der Hip-Hop-Szene der Region. Und am Schluss wird der Alex Costanzo einen Auftritt haben. Er ist seit über einer Dekade ist er in der ganzen Schweiz bekannter DJ und Produzent. Aber vor allem auch der lokale DJ. Also, da haben gehört, ein riesiges Programm, das aufgezogen wird. Jetzt Naffi, für mich noch das Problem, die Strasse ist gesperrt. Wie kommt man auf Laufen, Parkplätze, wie sieht das aus? Parkplatz haben wir eigentlich genug. Wir haben einen grossen Parkplatz, aber am besten ist es einfach mit dem ÖV, weil dann können alle schön konsumieren und dann können sie auch wieder zurückfahren. Ja, hat es dann auch einen Geipi-Stand? Das wird es mit Sicherheit haben. Die Salmenbar wird hier einen riesen Stand haben und die werden Cocktails servieren. Ja. Okay, also jetzt haben wir es über das Rausstuhlen gehabt und zum Abschluss tun wir jetzt reinstuhlen und ihr kriegt die Infos nochmal zusammenpacken.